Einen wunderschönen, guten, durchgeschüttelten Morgen. Guten Tag, guten Abend und eine bezaubernde gute Nacht. Wir befinden uns gerade mal wieder im Offroad-Modus dieses Navigationsgerätes. Und denkt uns, andere Leute kaufen sich da irgendeine Adventure-Maschine. Ich kaufe mir keine Adventure-Maschine für so einen Scheiß. Das muss mein Motorrad können. Abkönnen, genau. Sei es die Triumph Speed Triple oder sei es diese Harley Davidson Softail Standard. Das muss mein Motorrad abkönnen, ja. Ich würde hier auch mit einem Lamborghini entlang brettern, aber der passt hier leider nicht durch. Ja, nun ja, heute in diesem Video soll es darum gehen, was für eine holprige Straße kann man mit einer Harley-Davidson-Federung fahren. Nein, natürlich nicht. Heute soll es darum gehen, ein Jahr Softail-Standard, die gar nicht mehr so Standard ist. Und damit verbunden eine Fahrstrecke von 8000 Kilometern. Jetzt mache ich noch die letzten Kilometer voll, um sie dann übermorgen in die Inspektion zu bringen. Ja, also jetzt ist noch der Tag oder die Fahrt vor der großen Rechnung. Noch sage ich, tolles Motorrad, super, alles bestens. Mal schauen, wie das dann in ein paar Tagen aussieht. Was lässt sich sagen? Also vor einem Jahr am 2. Oktober, um genau zu sein, das Video kommt jetzt natürlich nicht mehr am 2. Oktober raus, weil der 2. Oktober ist heute schon vorbei. Also ich muss sagen, also was hier quasi die freudige Anerkennung dieses Fahrzeuges betrifft, ja, ist die Triumph auch nicht schlecht gewesen. Also gegenüber oder von anderen Leuten her. Da sind auch welche gekommen und haben gesagt, oh, schickes Motorrad und so. Aber bei der Harley sind das irgendwie mehr Leute. Ja, wer weiß. Da fragt man sich dann auch, ja, und warum kauft ihr euch keine Harley? Naja, jeder wie er will. Also jedenfalls, ich schweife hier voll vom Thema ab. 8000 Kilometer oder wie viel haben wir jetzt? 7800 irgendwas Kilometer mit diesem Motorrad. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Zunächst einmal der Benzinverbrauch. Mein Kollege, der Mr. Green Jacket, du weißt, was ich dich meine, der schaut ja immer sehr penibel nach dem Verbrauch eines Kfz. Ich denke mir, naja, wenn es fährt, fährt's, ja. Oh, ups, ist der Tank schon leer. Naja, jedenfalls, also habe ich dann mal extra wegen ihm nach dem Spritverbrauch geguckt und wenn ich das so ausrechne, komme ich auf ungefähr zwischen 4,5 und 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Wobei das natürlich auch stark davon abhängt, wo du fährst. Wenn du jetzt natürlich nur Stadtverkehr machst, dann ist ja klar, da fährst du ja kaum. Und ein 1,7 Liter Motor verbraucht halt Benzin zum Kühlen. Und dann ist natürlich klar, dass das halt zu mehr Spritverbrauch führt. Aber ja, wenn man so im Tagesdurchschnitt so mal über Land fährt, kommst du mit 4,5 Liter durchaus hin. Und da musst du jetzt noch nicht mal irgendwie extra im Spargang fahren. So, ja, ganz vorsichtig anfahren. Kein Vollgas. Nee, du kannst ganz normal fahren. Klar, jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit volles Met draufhalten. Aber so im Normalfahrbetrieb, sage ich jetzt einfach mal, da kommst du schon irgendwas bei unter 5 Liter raus. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also von dem her ist das Fahrzeug sparsam genug, sogar sparsamer wie die Speed Triple. Und die Speed Triple hat einen kleineren Motor, also an der Motorengröße kann es ja dann eigentlich nicht liegen. Also von dem her, ja, was den Spritverbrauch angeht, kann man das Motorrad so lassen. Ja, ich fahre hier Slalom, weil, ja, das ist so ein Ding, die Federung hat halt schon ihren recht kurzen Federweg. Das muss man natürlich, ja, bedenken. Also Federweg ist hier karg, sehr karg. Aber ja, Gottes Willen, wenn die Bandscheiben es noch mitmachen, kann man das auch noch fahren. Ist ja kein Starrrahmen.
Ja, so schlimmer geht's immer, das wissen wir ja. Also klar, Federungsupdate, ich weiß nicht, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Interessante Navi-Anzeige. Hier ist eine Kreuzung, ist aber eine Kurve. ja, also von dem her ist das ja ganz gut, das Fahrzeug. Also, ja. Ölverbrauch habe ich jetzt so nicht wirklich was messen können. Ich habe einmal nach der Erstinspektion noch mal ein bisschen was nachgekippt, weil der irgendwie vielleicht ein bisschen wenig nachgefüllt hat oder ich habe jetzt zu viel drin. Jedenfalls habe ich heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, noch mal reingeguckt mit der Taschenlampe und dem Feuerzeug und habe festgestellt, ach, das ist ja locker drin, fast schon zu viel. Und ja, also von dem her, Ölverbrauch wäre jetzt bei einem neuen Motor dann doch etwas seltsam. Von dem her ist das in Ordnung. Wie das jetzt dann kostenmäßig bei der Inspektion aussieht, sehen wir dann. Da bin ich allerdings so dreist, muss ich zugeben, und bringe da mein eigenes Öl mit, ja. Weil ich habe bei dem Händler extra gefragt, haben Sie auch Modulöl dabei? Also ich nehme das 7100er. Und das ist halt, ja, das Gute von Motul, und das hat auch schon in der passenden Viskosität bei der Triumph gute Dienste geleistet, und da dachte ich mir, ja, warum sollte ich nicht bei dieser Ölmarke bleiben? Was jetzt dann noch irgendwie Reifenverschleiß angeht oder so, da kann ich jetzt am Hinterrad nichts dazu sagen. Weil am Hinterrad, da bekam ich ja auch im Zusammenhang mit dem Umschmiss im November letzten Jahres den Reifen getauscht, weil der Reifen halt auch irgendwie ein bisschen eine Druckstelle hatte. Und da habe ich eiskalt gesagt, nö, ich will hier neuen Reifen dran haben. Ja, weil was nützt mir ein alter Reifen? Oh, gespart, wenn der mir dann nachher bei irgendwas bei 130 Newtonmeter dann verreckt, ja. Habe ich auch nichts davon. Also von dem her, Reifenverschleiß, keine Ahnung. Momentan ist vorne irgendwie 3,8 mm nach den 8000 Kilometern und hinten glaube 5,4 mm nach 6300 Kilometern. Ja, nach 1600 Kilometern oder 1700 Kilometern wurde bereits mein Motorrad umgeschmissen. Toll, nicht? Also, jedes meiner Motorräder bisher wurde angefickt. Unmöglich. Also, ja. Wollt ihr mal einen Versicherungsschaden haben? Parkt euer Motorrad bei mir. Grandios. Also, kostenmäßig, das sage ich dann im Videoteil, wenn ich das Motorrad wieder zurück habe, weil jetzt kann ich es ja noch nicht sagen, aber ich erwarte jetzt nicht irgendwie abartige, unnormale Kosten. Die Bremsbeläge, die sahen jetzt auch noch gut aus, und ja, also verschleißteilmäßig kann ich mich jetzt nicht beschweren. Mr. Green Jacket hatte bei 8000 Kilometer einen neuen Hinterreifen fällig. Ja. Gut, keine Ahnung, der hat auch, glaube ich, ein Stage 2 drin, für alle, die es interessiert. Also Auspuff, was hat der? Ein Castec, der Spaß mit der Klappe macht, einen Heavy Breather und eine Nockenwelle, glaube ich, auch noch. Und Mapping. Und deswegen hat er nach 8000 Kilometern neuen Hinterreifen gebraucht. Ja, scheint halt ordentlich am Kabel zu ziehen, der. Immer dann, wenn ich nicht dabei bin. Ich kenn's doch. Ja, ja, immer so die Leute, die sagen, ich fahr ganz brav, ich fahr immer nach Tempolimit. Ja, ja. Vielleicht liegt's auch einfach daran, dass ich irgendwie, vielleicht auch irgendwie materialschonender fahre. Wer weiß. Naja, gut, der Reifen hat jetzt halt hinten auch einen Vorteil von 1700 Kilometern. Also würde der jetzt bei 9700 Kilometern erst fällig werden. Ja, und die Reifen an sich, naja, da brauche ich euch jetzt nichts dazu erzählen. Da wird es ein bisschen spannend am Hinterrad. Also regelmäßig ist das ja eine Katastrophe, was die Reifen angeht.
Aber das wissen ja alle, die diese Original-Holzreifen fahren. Also das ist ja katastrophal. Ich bin ja mal gespannt, ohne Punkt und Komma, wie sich das Motorrad oder die Reifen, das ich gesagt, im Winter verhalten. So, wenn es mal ein bisschen kälter wird. Alter Schwede, vielleicht sage ich dann, lieber dann gleich Skier dran schnallen. Oder muss ich die Reifen wachsen, damit sie ordentlich gut um die Kurve schlittern? Wer weiß. Ja, also, das wird eine spannende Sache. Was die Zuverlässigkeit angeht, bisher funktioniert alles. Die Blinker habe ich jetzt halt, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind andere Blinker, sind LED-Blinker, vorne Streifen mit Lauflicht, hinten auch LED-Blinker in so Flügeloptik oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Da guckt halt so ein Zäpfchen raus, so stabförmig. Okay, die könnten etwas heller sein, muss ich zugeben. Ja, aber so an sich, ja, der Auspuff bollert immer noch schön. Die Klappe funktioniert anbei ein kleiner Seitenhieb gegen Hashtag. Jekyll und Hyde 21 Reifen bin ich jetzt gefahren und ja, also der funktioniert und er sieht richtig geil aus. Das muss ich sagen. Selbst meine Mutter, man bedenke das, selbst meine Mutter, die erst mit Motorrädern in Kontakt gekommen ist, als ich den Motorradführerschein gemacht habe, selbst die sagt, das sieht toll aus. Ja, sieht besser aus als diese zwei Originalauspuffröhren. Ja, eine Frau von jetzt 80 Jahren sagt das. Also Leute, das muss schon was heißen. Fällt momentan nichts Negatives ein. Ja, oh nee, jetzt wo ich sage, mir fällt nichts Negatives ein, fällt mir was Negatives ein. Mit diesem Non-Performance-Mapping. Aber das liegt vielleicht auch an dem 107er Motor. Ist das manchmal so beim manchmal beim Losfahren oder beim Beschleunigen etwas bisschen snappy, da macht's mal oder guck mal in den Himmel. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen, ja, wenn du halt irgendwie so um die Kurve kommst und dann beschleunigst und ja, also manchmal stelle ich mich da ein bisschen dusselig an und dann heißt, oh, Himmel hoch, da kommt was her. Da fragt man sich dann auch, könnte man das nicht ein bisschen softer gestalten? Andererseits ist dann manchmal so, man gibt Gas und ich dachte, da passiert noch was, aber das ist dann schon eher bei höheren Geschwindigkeiten, so über 100. Gut, man kann natürlich auch noch die Kupplung als solche etwas bemängeln, die ist natürlich, wenn du da im Stadtverkehr, wo du eigentlich einen Motorroller nehmen solltest, 10.000 Mal hin und her kuppelst, dann merkst du natürlich schon nach einer Weile, aua, 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 mein Händchen tut weh. Ja, das ist natürlich schon so ein Ding. Also da ist dann natürlich die Hand schon beansprucht. Das ist auch schon manchmal ein Problem, aber wenn du halt längere Strecken fährst, wo du jetzt da nicht so viel schalten musst, dann geht das. Autobahn zum Beispiel, voll geil. Ironie. Genau, die Bremse, das muss ich auch noch erwähnen. Das fand ich dann auch irgendwie krass. Was hier links? Okay. Die Bremse, das fand ich dann auch mal krass. Da bin ich mit der Triumph, fährt man ja relativ schnell, mal gefahren und dann muss ich halt mal reinbremsen und ey, da war ich dann doch echt was erschrocken, als ich dann mal mit der Harley gebremst habe. Die bremst ja hinten recht gut. Hä? Die bremst vielleicht vorne schlechter, die Harley, aber hinten, da bremst die echt gut. Also von dem her fand ich das jetzt gar nicht so schlecht, was die Harley an Bremsleistung hat. Und da war ich dann doch überrascht darüber, dass eigentlich die Triumph jetzt auch nicht so wahnsinnig ankert. Also im Vergleich zu Harley. Ja, kann man jetzt natürlich sagen. Aber wenn ich jetzt 100 Mal runterbremse, oh, Vöglein, runterbremse, dann ist die Bremsanlage von der Triumph haltbarer, besser und sowas. Ja, mag sein. Wenn ich jetzt hier so spontan bremsen würde, was ich jetzt nicht extra mache, wäre, glaube ich, die Triumph
gar nicht so viel geiler, was die Bremsleistung angeht. Aber von der Federung! Eieieiei. Ja, also gut, hier Kurvenlage ist natürlich auch bekanntlich schwierig. Aber das ist, glaube ich, eher psychologisch. Also, Luca, also die Bremsanlage, muss ich sagen, die hat mich da am Anfang echt positiv überrascht. Da habe ich echt Schlechteres erwartet. Und ich bin schon mal so eine ziemlich, naja, ältere Harley gefahren. Das war, glaube ich, noch mit Evo-Motor eine. Und das war, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen defekt. Weil da hat der Lenker, also der Lenker hat in der, oder nicht die, der Lenker, sondern ich glaube die Streben, die, keine Ahnung, scheiß die Wand an, die Pfosten, die in der Gabelbrücke drin sind, die, weiß jetzt nicht, waren die jetzt irgendwie schwingend gelagert oder was? Jedenfalls die waren so, dass man da echt boink, boink rumgautschen konnte. Und da dachte ich mir, okay, ist vielleicht gebraucht, aber nee, so einen Scheiß kaufe ich mir nicht. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach ein neues Fahrzeug gekauft. Ja, Inspektion für 8000 Kilometer hat jetzt die Schlappigkeit von 290,90 € gekostet. Was ich dazu sagen muss, ich bringe da mein eigenes Öl mit. Ja, das ist das Motulöl, das 7100er. Ach, wieder normal sitzen. Ist das schön. Gut. 7984 Kilometer. Ah ja, alles wieder an der normalen Stelle. Ihr werdet es gar nicht gesehen haben, denn das Werkstattersatzfahrzeug war eine Panamerika. Da kommt dann noch irgendwann mal das völlig sinnlose, nutzlose erste Probefahrtsvideo dazu. Ja, also die Inspektion war jetzt nicht irgendwie mit, oh, wir müssen ihn leider nochmal, was weiß ich, irgendwas reparieren, weil irgendwas abgefuckt ist. Nein, hier ist alles wohl in bester Ordnung. Nichts Übermäßiges verschlissen. Ja, also alles, wie es sich gehört. Ungewohnt ist jetzt natürlich die Kupplung. Die Kupplung ist bei jedem Fahrzeug irgendwie anders. Ah, ist das ein Anzug? Ist das ein Anzug? Wahnsinn! Das ist auch auf der Panamerika so ein Ding. Beschleunigung ist ja vorhanden, ja, aber jetzt so dieses Headbang gibt es hier mal bei der Panamerika nicht wirklich. Also egal ob Auspuffklappe zu oder offen. Das ist hier ja deutlich stärker. Naja. Also es war halt so, heute Mittag haben die dann die SMS geschickt. Hier, ihr Moped ist fertig, holen Sie den Krempel wieder ab, wir brauchen Platz. Und ja, ich so zuerst, oh, ich könnte ja mit der Panamerika noch in der Stadt was erledigen. als ich dann irgendwann mal in der Stadt drin war, ich so, ach nö, komm, schnell wieder zurücktauschen. Ja, irgendwo ist hier immer noch Öl verkleckert. It smells like Teen Spirit. Also die Triumph war von der Inspektion, von den Preisen und so mal günstiger, mal teurer. Und die Yamaha, die hatte, glaube ich, auch kürzere Inspektionsintervalle. Da bin ich, glaube ich, zweimal im Jahr hin. Was? Zweimal im Jahr? Ja, zweimal im Jahr. Hm. Vielleicht bin ich damals noch mehr gefahren, aber zweimal im Jahr. Also, ich hatte die, glaube ich, nur 2 Jahre. Aber das waren halt auch jedes Mal einige Euros, die ich da gelassen habe. Von dem her muss ich sagen, ist jetzt die Harley hier, was den Werkstattbereich angeht, Inspektionen ganz normal, ohne irgendwelche kostentreibenden Defekte, auch nicht teurer, wie jetzt irgendwie ein anderes Motorrad. Wie geil, in dem Moment hatte ich die gleiche Jacke auch. Dann 340 Euro für die komplette Inspektion mit Öl und so. Ja, also von dem her muss ich sagen, es gibt teurere Firmen, die ja da jetzt auch nicht unbedingt so ja sparsam sind.
Und da muss ich sagen, dafür, dass ich jetzt quasi so ein richtig tolles Motorrad habe, mit dem ich echt zufrieden bin, fahrerisch und auch vor allen Dingen optisch, und das völlig individualisiert ist, muss ich sagen, ja, Also von Luxuspreisen kann ich jetzt momentan nicht reden. Also ich finde, das hier ist im normalen Bereich. Also ich habe jetzt nichts, bin jetzt nicht von der Rechnung geschockt, muss ich sagen. Also da kann man echt sagen, wenn du dir ein normales 0815 Motorrad leisten kannst, dann kannst du dir jetzt auch vom Unterhalt her eine Harley leisten. Klar, jetzt ist es natürlich so, wenn du irgendwelche Teile hast, die defekt sind und die du gegen irgendwelche Ersatzteile, Neuteile tauschen musst, ist es ja wahrscheinlich dann auch wieder teurer. Ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen kann ich jetzt nicht sagen, dass hier plötzlich da Jack the River an deinem Geldbeutel rummacht. Ja, also ja, das ist jetzt nicht Ferrari, ja, wo hier Ventil einstellen so viel kostet wie ein Kleinwagen, ja. Also da muss ich sagen, ist hier eigentlich alles im normalen Rahmen. Ja, Entertainment-Preis ist sehr gut. Also man hat ja einen Wohnunterhaltungswert bei akzeptablen Monatsbeiträgen, wenn man das jetzt mal auf irgendwelche Internet-Fernsehanbieter und tralala rechnen möchte. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Auch nach der 8000 Kilometer Inspektion. Ja, also preislich kann ich mich jetzt so gesehen gar nicht beschweren. Und dann ist das Ding ja auch noch wertstabil. Also ja, von dem her eine gute Wahl, so eine Harley Davidson. Und so mancher wird jetzt sagen, ja, aber eine Indian fährt besser. Naja, also meine Erfahrung war jetzt, ihr seht das Ergebnis. Was soll ich da noch groß versuchen zu erklären? Kauft den Harley Softail. Seid zufrieden, freu dich daran, diesem Fahrzeug. Erfülle dir einen Wunsch damit. Und ja, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal. Und wenn es nicht anders geht, dann eben einfach in die Favoriten deines Internetbrowsers mit diesem Kanal. Oh, gleich haben wir in 6 Kilometer die echten 8000 erreicht. Ja, und mit diesem tollen Motorrad dann einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video, das wahrscheinlich irgendwie in 2 Wochen kommt.